Ja, also herzlich willkommen zu unserer zweiten Morgensession hier auf der Foskis. Ich habe zuerst etwas Administratives zu sagen. Also um 17.30 Uhr gibt es noch ein Gruppenfoto da draußen auf der Terrasse. Gut, dann haben wir in dieser Session eine geballte Ladung Kugis-Vorträge. Erster Referent ist Andreas Schmid vom Kanton Solothurn. Der Kanton Solothurn ist ja ein sehr früher Anwender von Foskis Software, schon seit 2001 und Kugis Anwender seit 2006. Ja, und schön zu sehen, dass Sie immer noch dabei sind. Und Andreas spricht jetzt über den Betrieb von Kugis in einer heterogenen Client-Server-Umgebung. Danke, Marco. Hallo zusammen. Mein Vortrag geht um den Betrieb von Kugis in einer heterogenen Client-Server-Umgebung. Ich nenne das Erfahrungsbericht, weil es einfach erläutert, wie wir das Kugis betreiben bei uns. Noch kurz zum Amt für Geoinformation des Kantons Solothurn. Der Kanton Solothurn ist ein Kanton in der Schweiz. Das Amt für Geoinformation betreibt für die gesamte Verwaltung des Kantons das geografische Informationssystem, das fast ausschließlich auf Open-Source-Software basiert. Zum Beispiel setzen wir Ubuntu-Server ein, eben QGIS als Desktop-GIS, PostgreSQL und PostGIS für die Datenhaltung und Map-Server und zunehmend aber auch QGIS-Server für die WMS-Dienste. Ich möchte anfangen mit der IT-Infrastruktur bei der Verwaltung, weil das einfach die Basis darstellt, für wie wir nachher das QGIS zu den Benutzern bringen. Denn das QGIS ist bei uns nicht auf irgendwelchen lokalen Rechnern installiert, sondern es läuft wirklich auf einem Server und muss irgendwie in die IT-Infrastruktur des Kantons integriert werden, damit es die Benutzer auch wirklich nutzen können. So, die Grundinfrastruktur in der Verwaltung besteht aus ganz vielen Windows 2008 Servern und ein Durchschnittsbenutzer, der greift auf die Anwendungen auf diesem Server mit einem sogenannten Thin Client zu. Das ist ein PC, der aber keine Festplatte und nur ganz wenig RAM und so weiter hat. Er kann eigentlich primär kann man den einfach an ein Netzwerk anschließen, Tastatur, Maus und Monitor anschließen und dann eine Verbindung auf einen Anwendungsserver herstellen. Das funktioniert bei uns so, dass mit Citrix, das habe ich da unten noch schematisch dargestellt, dass mit Citrix eine Verbindung auf den Windows-Anwendungsserver hergestellt wird. Und da laufen dann die Programme wie E-Mail oder Office-Programme. Das ist so der Normal- und Standardfall. Nun ist es aber natürlich so, dass es noch viele, viele weitere Geräte gibt. Zum Beispiel eben für den Betrieb von QGIS besteht ein GIS-Anwendungsserver. Das ist ein Ubuntu 14.04 Server, wo eben QGIS draufläuft. Das ist auch nur ein Beispiel, was es für zusätzliche Server gibt. Und dann gibt es weiter nicht nur die Thin Clients, sondern auch noch Fat Clients, zum Beispiel Laptops mit Windows drauf oder Fat Clients, sei es mit Windows oder mit sogar Ubuntu drauf. Und jetzt ist das Ziel, irgendwie all die Geräte richtig zu vernetzen, so dass man die Software auch wirklich nutzen kann. Jetzt komme ich gleich zur Lösung, die wir zurzeit einsetzen, wenn wir das machen. Also da auf der linken Seite ist das noch ganz normal, der Thin Client, der mit Citrix auf den Windows-Anwendungsserver zugreift und da eben beispielsweise die Office-Programme oder den Browser dem Benutzer zur Verfügung stellt. Damit nun aber auch das QGIS, das eben nicht auf Windows, sondern auf Linux, auf Ubuntu läuft, auch zur Verfügung gestellt werden kann, haben wir eine Verbindung vom Windows-Anwendungsserver zum Ubuntu-Anwendungsserver mit X2Go hergestellt. Kurz zu X2Go, einfach wie das aussieht auf Seite Client.
Man hat hier so das Hauptfenster des X2Go-Clients, wo man Verbindungen anlegen kann. Das ist eine Verbindung, das ist eine Verbindung. Man muss dann in einem Eigenschaftenfenster zum Beispiel angeben, auf welchen Server das man verbinden möchte und was für eine Anwendung man auf dem Server starten möchte. Das ist so die grundsätzliche Funktionsweise auf der Client-Seite. Wir haben das dann aber noch so weiter konfiguriert, dass der Benutzer das eigentlich gar nicht zu sehen kriegt, sondern der Benutzer hat wirklich einen simplen Startmenü-Eintrag aufs QGIS. Das startet im Hintergrund eine X2Go-Verbindung und bringt ihm dann das QGIS als einzelnes Fenster ins Windows. Das sieht jetzt natürlich nicht so spektakulär aus. Es ist aber schon einiges, was da im Hintergrund passieren und vor allem zusammenspielen muss, dass das so funktioniert. Und man kriegt das QGIS eben in einem separaten Fenster, in einem einzelnen Fenster. Also man muss nicht komplett auf einen Ubuntu-Desktop sich einloggen. Kriegt eben das QGIS wirklich nur in einem Fenster und es sieht dann halt ein bisschen anders aus als zum Beispiel da ein Windows-Programm im Hintergrund, das Excel. Jetzt zu technischen Details, wie wir das im Hintergrund lösen, komme ich später noch. Ich möchte zuerst mal noch zurückblenden, wie wir das früher gelöst haben. Und zwar aus einer Zeit, wo der Kanton Solothurn noch nicht auf Windows, sondern komplett auf Linux gesetzt hat, stammt ein Linux-Anwendungsserver, auf den man ebenfalls vom Thin Client aus verbinden konnte, über ein Tarantella-Protokoll nennt sich das, und vom Linux-Anwendungsserver, der eben damals die Office-Programme und E-Mail-Programme und so weiter zur Verfügung gestellt hat, hat man noch mit SSH eine Verbindung auf den Ubuntu-Anwendungsserver gemacht und so Zugriff aufs QGIS gekriegt. Diese Variante hatte einfach den Nachteil, dass man vom Thin Client aus zwei Verbindungen herstellen musste, dass man, als dann das Windows doch wieder zum Zug kam, eben zwei Verbindungen herstellen musste. Das habe ich hier aufgeschrieben, zwei Verbindungen vom Thin Client aus. Das bedingte dann ein mühsames Wechseln zwischen zwei kompletten Desktops und es war zum Beispiel auch kein Copy and Paste möglich zwischen beiden Desktops. Und was noch dazu kam, die Lösung war einfach irgendwann veraltet und sie war eben nicht mehr Bestandteil der Informatikstrategie, weil man irgendwann doch wieder auf einen Windows-Anwendungsserver gesetzt hat. Dann haben wir das versucht zu verbessern und abzulösen. Wir haben dann das Nachfolgeprodukt von Tarantella. Es heißt eigentlich immer noch, teilweise das Protokoll heißt immer noch Tarantella, aber das Produkt heißt Oracle Secure Global Desktop, haben wir dann in Betrieb genommen und wir haben es geschafft, dies vom Windows-Anwendungsserver aus anzusprechen. Es ist wirklich wieder eine ähnliche Lösung wie vorher, aber es ist immerhin diese zweite Verbindung vom Thin Client weggefallen. Das war schon eine große Verbesserung. Eben das Wechseln zwischen zwei Desktops ist damit entfallen. Copy and Paste war zum Glück möglich. Es hatte aber einige Nachteile und das Gravierendste war, dass Teile von QGIS einfach nicht korrekt funktionierten und wir wissen bis heute nicht weshalb. Zum Beispiel das Öffnen von Print-Composern ging nicht mehr. Toolbars und Panels verschieben funktionierte nicht. QGIS stürzte da fast immer ab. Oder Kontextmenüs, die man am Bildschirmrand rechts außen geöffnet hat, die waren rechts außen abgeschnitten. Und dann war der Komfort ziemlich eingeschränkt. Man musste das aus einer separaten Web-Oberfläche starten. Man konnte das QGIS nicht aus dem Startmenü starten. Und es war jeweils eine Passworteingabe erforderlich, manchmal sogar zweimal. Und wir haben das einfach nicht geschafft, das zu verbessern.
Unter anderem, weil wir selbst kein Know-how hatten über den Oracle Secure Global Desktop. Auch die IT hatte nicht so viel Know-how, die hat sich auf den Lieferanten verlassen, aber dadurch wurde die ganze Sache einfach träge und wir sind nicht vorwärts gekommen. So dass wir eine weitere Lösung gesucht haben und schlussendlich bei X2Go angelangt sind. Was wir heute auch wirklich so betreiben. Hier noch die Vorteile, die X2Go hat. Ich möchte noch kurz nochmal das Schema zeigen, wie das aussieht im Vergleich zum Beispiel zur ganz alten Lösung. Ein offensichtlicher Vorteil ist, es entfällt da ein Server und das ist ein sehr großer Vorteil, weil wir vermuten, dass genau dieser Server zum Beispiel beim Oracle Secure Global Desktop die Probleme beim QGIS verursacht hat. Ein anderer sehr großer Vorteil, wir können das QGIS, obwohl es eben auf einem Ubuntu-Anwendungsserver läuft, können wir das QGIS dem Benutzer direkt aus dem Startmenü anbieten. Und er kann es mit einem einzigen Klick starten, muss sich auch gar nirgends anmelden. Damit er sich eben nicht anmelden muss, haben wir eine Authentifizierung mit SSH-Keys, die wir entsprechend dem Benutzer generieren und verteilen, aufgebaut, so dass er sich um die Anmeldung wirklich überhaupt nicht kümmern muss. Jetzt ebenfalls ein Vorteil. Das meiste funktioniert hier gut. Auch Copy and Paste geht zum Beispiel zwischen dem QGIS und eben beispielsweise dem Excel. Ich sage das meiste, weil es hat doch auch noch einige Haken. Dann ein Vorteil, der vor allem uns und die IT betrifft. Wir müssen nur eine einzige Software, nämlich den X2Go-Client, auf dem Windows-Anwendungsserver installieren. Wir haben noch andere Varianten, zum Beispiel mit PuTTY und Xming studiert, aber da hätte man schon zwei Softwares installieren müssen. Das ist kein Killer-Kriterium, aber es macht einfach das Ganze schon wieder komplizierter. Da hat der X2Go-Client wirklich große Vorteile. Man kann ihn sogar als Portable-App installieren, sprich man muss nicht einen Installer durchlaufen lassen, sondern kann ihn eigentlich einfach entpacken und an irgendeinen Ort kopieren. Macht auch wieder sehr vieles einfacher. Und dann hatten wir bereits Erfahrungen aus einem anderen Projekt, auf dem wir gearbeitet haben. Und was für uns ebenfalls sehr wichtig war, X2Go ist wirklich ein echtes Open-Source-Projekt mit Mailingliste und so weiter. Das ist für uns irgendwie einfach sehr wichtig. Ich habe schon angetönt, es hat auch noch Nachteile oder Dinge, die nicht funktionieren. Wir müssen zum Beispiel noch den Start verbessern, der muss noch ein bisschen schneller werden. Er ist nicht furchtbar langsam, aber man hat nichts dagegen, wenn er noch schneller wird. Dann müssen wir beim Fullscreen-Mode von QGIS mal noch genauer hinschauen, das funktioniert noch nicht wirklich und auch wenn ein Benutzer zwei Monitoren hat, dann funktioniert nicht immer alles. Das geht vor allem auch Dinge, wo um Maximieren des Fensters oder Fullscreen geht. Dann ein Punkt, wo wir noch ziemlich intensiv untersuchen müssen. Manchmal ist die Mausbewegung leicht unpräzis. Hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass wir jetzt das QGIS über zwei Verbindungen bis zum Thin Client des Benutzers schlaufen müssen. Das ist nicht ganz schlimm, weil es nur manchmal ist und nur wenig unpräzis, aber es ist doch sehr unschön. Dann ein weiterer Nachteil, manchmal, wenn QGIS einfach nicht mehr reagiert, will man das Beenden erzwingen und das ist jetzt für den Benutzer nicht mehr so einfach, weil das Programm ja eben nicht lokal bei ihm läuft, sondern auf einem ganz anderen Server. Manchmal kommt es auch vor, dass die Verbindung vom Windows-Anwendungsserver zum Ubuntu-Anwendungsserver unterbricht. Es ist auch selten und wir tappen da etwas im Dunkeln, weshalb das auftritt. Immerhin läuft aber die Session auf dem Ubuntu-Anwendungsserver weiter und wenn man sich das nächste Mal verbindet, hat man wieder
kann man wieder dort weiterarbeiten, wo man stehen geblieben ist. Dann gibt es auch einige Punkte, die wir generell, die nicht unbefriedigend sind, aber die wir generell noch verbessern könnten. Zum Beispiel die Anmeldung mit den SSH-Keys. Das ginge wahrscheinlich auch noch einfacher. Es gibt da einen Session Broker für X2Go, der die Anmeldung übernehmen könnte. Und mit der gegenwärtigen Lösung, wenn man Kugis zweimal startet, dann wird eine komplett neue Verbindung zum Ubuntu-Anwendungsserver errichtet. Und das ließe sich vermutlich auch vermeiden, also dass es eine bereits bestehende Verbindung nochmal nutzen könnte. Da wollen wir noch dran arbeiten. Jetzt habe ich noch ein paar technische Details, die ich hier erwähnen möchte, für den Fall, dass jemand anders das auch einsetzt oder einsetzen möchte. Also kurz, Installation von X2Go auf der Serverseite ist sehr einfach. So mit sudo apt-get install, wie man irgendeine andere Software installiert, kann man hier in wenigen Sekunden X2Go Server installieren und muss eigentlich auch gar nichts konfigurieren. Dann auf Seite X2Go Client auf dem Windows-Anwendungsserver war es schon komplizierter. Wir mussten da bezüglich Startparameter sehr viel experimentieren und analysieren, mit welcher Kombination wir an unser Ziel kommen. Es gibt da einen Home-Parameter, den wir brauchen. Das habe ich hier unten erläutert. Wir brauchen den Home-Parameter, damit das Programm den SSH-Key für die Anmeldung am Ubuntu-Server automatisch findet. Dann haben wir für die Benutzer ein Session-Konfigurations-File kreiert, so dass alle Benutzer dieselben Sessions, dieselben Verbindungen herstellen, also, und dass sie sie nicht selber definieren müssen. Wo wir eben zum Beispiel den Zielserver oder die zu startende Anwendung angeben, oder auch, man kann hier sehr fein steuern, wie das übertragene Bild komprimiert werden soll. Dann haben wir noch einige weitere Parameter, damit der Benutzer diese Session-Konfiguration gar nicht erst zu sehen bekommt und nicht editieren kann. Und mit dem Session-ID geben wir an, welche Verbindung das er eigentlich starten soll. Und hier nochmals zu der Anmeldung mit den SSH-Keys. Das ist aber eine Standardsache, damit die Anmeldung am Ubuntu-Anwendungsserver automatisch funktioniert, muss im Benutzerhome unter SSH der öffentliche SSH-Key liegen. Ja, jetzt habe ich bis jetzt immer noch nur einen Ausschnitt aus der ganzen Geschichte gezeigt. Es gibt nämlich noch weitere Clients. Wir haben auch FAT-Clients mit Windows drauf, zum Beispiel Laptops. Und es gibt in unserem Netzwerk auch FAT-Clients mit Ubuntu drauf. Hier mussten wir ebenfalls überlegen, wie stellen wir das QGIS zur Verfügung für Benutzer von solchen Geräten. Und das läuft jetzt so, dass Windows FAT Clients ebenfalls über Citrix gehen müssen und da via X2Go das QGIS starten. Die Benutzer am Ubuntu FAT Client können das ebenfalls so machen, haben aber auch noch die Möglichkeit, direkt mit SSH eine Verbindung auf den Ubuntu-Anwendungsserver herzustellen. Diese Art von Verbindung mit SSH, die ist sehr direkt, hat diesen Vorteil, dass es sehr direkt ist, aber man muss auch hier einige Dinge beachten. Also normalerweise würde man einfach SSH-X, damit eben auch ein X11 Programm übertragen werden kann, mit SSH-X sich am Server anmelden und QGIS starten. Jetzt hatten wir aber das Problem, dass durch irgendwelche Firewalls oder Proxys oder was auch immer die Anzeige sehr, sehr langsam, sehr verzögert war. Und da haben wir dann irgendwann mal herausgefunden, dass mit dem Parameter -c die
Übertragung des Bildes komprimiert werden kann und dann konnten wir wieder ganz normal arbeiten. Eben habe ich gesagt, Vorteil ist eine sehr einfache und direkte Lösung, plus sie ist altbewährt. Wir haben uns auch überlegt, ob wir das irgendwie auf Seite Windows-Anwendungsserver so lösen könnten, aber wir haben eigentlich keinen guten Windows-SSH-X-Client gefunden und der auch noch einfach zu installieren wäre. Also die Variante Putty mit Xmin wäre eine Möglichkeit, aber ist relativ kompliziert zu installieren im Vergleich zu X2Go. Dann habe ich hier wieder ein technisches Detail und das ist für alle Lösungen, die wir bisher hatten, recht wichtig. Nach dem ersten Mal verbinden hatten wir eine verzögerte Mauszeigerbewegung. Also es war wirklich sehr mühsam, dass der Mauszeiger so langsam hinter der Bewegung hergezogen ist. Und die Lösung war dann auf dem Ubuntu-Server ein ganz einfaches Mauszeiger-Theme einzustellen, das keine Graustufen und Transparenz und so weiter hat. Da mit diesem Befehl konnten wir dann das Core-Theme auswählen. Das sieht zwar uralt aus, aber ist wirklich nur schwarz-weiß und deshalb die Mauszeigerbewegung wieder tadellos. Ja, auch bis dahin habe ich immer noch nur einen Ausschnitt gezeigt und auch das hier ist immer noch nur ein Ausschnitt natürlich aus der gesamten Infrastruktur, aber es ist der Ausschnitt, der für die Benutzung von QGIS relevant ist. Und zwar haben wir natürlich auch Daten, die von QGIS verwendet werden, die sind auf einem PostgreSQL-Datenbankserver gespeichert. Da muss also eine Verbindung funktionieren und dann noch etwas komplizierter, die File-Daten auf einem File-Server, wo wir eine Verbindung mit NFS hergestellt haben vom Anwendungsserver. Wir brauchen auch eine Verbindung vom Windows-Anwendungsserver, damit man zum Beispiel Daten, die man per E-Mail gekriegt hat, eben auf diesem File-Server abspeichern kann. Und auch von diesem Client, wenn man die Verbindung mit SSH-X benutzt, muss man irgendwie auf den File-Server kommen. Das haben wir mit SFTP gelöst. Jetzt muss ich mich kurz fassen. Eben vom Ubuntu-Anwendungsserver ist das mit NFS gelöst, Network File System, das funktioniert sehr gut. Von den Ubuntu-Clients haben wir SFTP, weil das eine Standardvariante von Ubuntu ist, aber das funktioniert noch nicht zufriedenstellend. Ich glaube, dass wir hier ebenfalls künftig mit NFS arbeiten müssen. Dann noch kurz die Verbindung zur Datenbank, die funktioniert also tadellos. Das ist gar kein Problem im Vergleich zum File-Zugriff. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich möchte da noch kurz zusammenfassen. Wir haben festgestellt, es ist nicht einfach, wenn das QGIS eben nicht auf einem lokalen Rechner läuft und Shapefiles von der Festplatte C benutzt, sondern auch verteilt auf Anwendungsservern läuft. Wir haben jetzt hier eine mögliche Variante mal erarbeitet und die ich hier präsentiert habe. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Varianten. Aber manchmal scheitert es bei der Erarbeitung von Lösungen einfach an den Details oder man steckt fest. Und deshalb gilt hier für uns, wie auch falls jemand von Ihnen in derselben Situation ist, man muss einfach dranbleiben und wirklich nach Lösungen suchen, Varianten vergleichen und auch bei den Details wirklich, wirklich dranbleiben. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Andreas, für den Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, ich würde gerne wissen, welchen Grund es dafür gibt, das QGIS nicht einfach auf dem Windows-Anwendungsserver laufen zu lassen. Also ich wiederhole die Frage für die Videoaufzeichnung, dem Mikrofon. Die Frage war, wieso lässt man das QGIS nicht einfach auf dem Windows-Anwendungsserver laufen? Ja, es hat primär eigentlich einfach historische Gründe. Man war dem vor ungefähr 10 Jahren war die Strategie, dass man alles auf Linux installiert. Und
eben die Kantonsverwaltung hat dann die Strategie irgendwann wieder gewechselt. Wir sind aber dabei geblieben seither, weil wir einfach am meisten Erfahrungen beim Betrieb von QGIS auf Linux haben. Mittlerweile steht das schon auch zur Diskussion, ob wir das mal anschauen wollen, wie das unter Windows betrieben werden könnte. Aber wir haben dabei diese Ablösung wirklich so als Randbedingung gesetzt. Wir bleiben noch bei Linux und nehmen die Windows-Variante vielleicht später mal in Angriff. Okay, gibt es weitere Fragen? Gibt es einen Grund, auf den FAT-Clients QGIS nicht direkt zu installieren? Also ist es wegen der Zentralisierung von der IT? Oder? Ich meine, da könnte man einfach auch direkt installieren. Gut, also ich wiederhole die Frage nochmal mit dem Mikro. Ja, die Frage war, wieso installiert man QGIS auf den FAT-Clients nicht direkt? Ja, der Vorteil, dass wir es eben auf dem zentralen Anwendungsserver haben, ist, dass wir das eigentlich nur einmal installieren müssen. Und nicht bei jedem Update zu jedem einzelnen Client gehen müssen. Und dann haben wir noch den Vorteil, auch wie wir zum Beispiel Symbole für alle Benutzer zur Verfügung stellen oder Plugins, die jeder Benutzer haben soll. Das können wir so auch einfach zentral erledigen. Gibt es weitere Fragen?